immerhin schon Nummer 7 bei den Eckbällen. Diesmal nicht Herzog, sondern Lexa. Herzog. Und der Ball noch abgelenkt und Awad mit einem Reflex holt er den Ball. Kitzbühel. Herzog. Prilasnik. Haas, Wallner. Guter Schuss von Wallner. Die Chancen für die Österreicher häufen sich. Kotzian kommt bei den Österreichern anstelle von Kitzbühel. Die nächste Offensivkraft bei den Österreichern. Aber worauf soll Otto Baric auch warten? Die Zeit läuft gegen das ÖFB-Team. Herzog. Kotzian. Noch einmal Herzog. Mit seiner Technik, mit seinen gefinkelten Dribblings könnte er zu einer starken Waffe für die Österreicher werden. Lexa. Wieder Lexa. Wird gehalten. Haas. Und abseits. Aber ich glaube, der portugiesische Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß für die Österreicher. Nein, er entscheidet auf abseits. Hat schon überlegt, ob er nicht auf Freistoß gegen Lexa. Oder für Lexa besser gesagt, entscheiden soll und hat sich dann für Abseits entschieden. Wäre eine Möglichkeit für Haas gewesen. Herzog, der sich wieder als exzellenter Kapitän gezeigt hat, auch wenn ihm dieses Dribbling jetzt misslungen ist. Aber er hat sehr viel in dieser österreichischen Mannschaft bewegt, hat wahrscheinlich die meisten Ballkontakte gehabt und hat sich bemüht, das Spiel der Österreicher zu organisieren, was ihm größtenteils auch gelungen ist. Kotzian. Einwurf für den Gegner, für die Israelis. Und jetzt haben die Österreicher Glück gehabt. Toller Reflex von Franz Wohlfahrt. Dann der Ball an der Stange, wenn ich das recht gesehen habe. Wallner, jetzt eine Möglichkeit. Lexa. Abukasis. Nimni. Perkovic. Und
und Vastic. So. Nächste Möglichkeit für die Österreicher, einen Angriff zu starten. Lexa. Wird jetzt schon einige Male hart genommen. Wallner. ...13 Minuten noch in der regulären Spielzeit. Haas. Haben dem Roman Wallner jetzt ein paar Zentimeter gefehlt. Lexa. Hieden, gut gemacht. Belasnik. Kotzian. Herzog. Gibt die gelbe Karte für Hieden. Aber das alles spielt jetzt keine Rolle mehr. Die Österreicher müssen versuchen, diesen einen Treffer zu erzielen. Angeschlagen ist Gershon. Otto Baric mit seinen Anweisungen, das letzte aus geschundenen Körpern herauszuholen. Vastic und Herzog haben sehr, sehr viel Laufarbeit geleistet, sind auch schon müde geworden. Das sieht man auch in den Aktionen. Aber sie müssen versuchen, diesen Treffer noch zu erzielen, der Österreich zumindest in die Entscheidungsspiele gegen die Türkei übertrifft. Gleich wieder die Schmährufe gegen Otto Baric. Wallner. Herzog. Kotzian. Das sind die Fehler, die besonders wehtun, wenn alle Spieler in der Vorwärtsbewegung sind und dann kommt so ein Fehlpass. Und es sind nur noch knapp 10 Minuten für die Österreicher, hier diesen Treffer zu erzielen. Den Ausgleich nach dem Führungstor der Israeli durch Gershon aus einem sehr harten Elfmeter. Nicht ungefährlich der Schuss von Thal. Lexa. Vastic. Guter Pass. Tomislav Kotzian hat hier versucht, Awad zu überraschen. Beinahe wäre es ihm gelungen. Schuss mit dem Außenriss und der Torhüter mit den Fingerspitzen gerade noch am Ball. Gut gemacht. Da hätte er den Torhüter der Israelis beinahe überlistet. Lexa, Kotzian, Hieden. Wallner. Es mangelt nicht an Gelegenheiten oder zumindest Möglichkeiten, dass daraus eine Gelegenheit werden könnte, so wie jetzt bei Roman Wallner. Aber wenn man den Ball dann nicht richtig trifft, dann ist diese Chance natürlich vorbei. So. Noch immer 1:0 für Israel. Hier haben wir noch einmal diesen Schuss von Tomislav Kotzian. Und diese Mannschaft, das muss man auch jetzt
etwa 7 Minuten vor dem Ende anerkennen. Diese Mannschaft, die hätte diesen Punkt ganz sicherlich verdient. Sie hat hier tapfer gespielt, hat hier das Spiel lange Zeit unter Kontrolle gehabt, hatte auch über weite Strecken die besseren Chancen als der Gegner und kommt jetzt noch einmal zu einem Freistoß. Und der Treffer der Israelis, der fiel unglücklich aus einem harten Elfmeter. Ohne dass die Heimmannschaft hier wirklich ganz große Chancen hatte, sieht man von dieser Möglichkeit von Thal jetzt kürzlich ab. Bastic. Selbe noch einmal, diesmal mit links. Thal. Wieder gut befreit von den Österreichern. Berkovic gestoppt. Lexa. Foul von Aboukassis. Gelbe Karte auch für den Mann mit der Nummer 9 und mit der hohen Stirn bei den Israelis. Aber die Minuten verringern. Herzog. Bastic. Wallner. Foul von Wallner wird angezeigt. Gegen Ben Dayan. Gelbe Karte für Wallner. So, die letzten 5 Minuten brechen gleich an. Herzog. Israel ist jetzt in der Überzahl. Ben Dayan gegen Hiden. Lexa, der ist ein Mann für die Zukunft, das kann man nach diesem Spiel sagen, hat hier sehr viel bewegt nach seiner Einwechslung. Nimni gegen Winkelhofer. Und diesmal fällt er, ohne dass es einen Elfmeter gibt, obwohl jetzt wäre es gefährlich gewesen. Franz Wohlfahrt. Gelbe Karte für Wohlfahrt. Wird ins Tor geschickt, da hat er Glück gehabt. Auch Herzog jetzt erregt. Die Zeit verrinnt, Nimni hat sich hier fallen lassen, schauen wir uns das an. Aber da war natürlich schon auch die Attacke von Winkelhofer. Also, aber es war das zweite Mal, Nimni hier die Kontroverse mit Wohlfahrt. Und da zieht er bei dieser Rempelei den Kürzeren. Da haben beide gezogen und gedrängt. Nimni hat sich fallen lassen. Jetzt gibt es auch für ihn die gelbe Karte. Hat sich da auch theatralisch fallen lassen jetzt. Versucht hier natürlich auch das Publikum noch einmal aufzuheizen. Herzog,
Tozian. Noch einmal ein Freistoß für die Österreicher. Vastic. Herzog. Tozian. Foul von Haas wird da entschieden. Wälzt sich ja schon auch theatralisch am Boden. Wohlfahrt, die gelbe Karte, die haben wir gesehen. Die letzten zwei Minuten der regulären Spielzeit. Und jetzt wäre ein Ausgleichstreffer für die Österreicher natürlich besonders erfreulich, weil dann den Israelis kaum noch Zeit zum Reagieren. Wallner. Lexa. Jetzt. Wieder gut gespielt. Noch einmal Lexa. Abseits. Ist aus dem Abseits gekommen, entscheidet der Schiedsrichterassistent. Er war einer der stärksten in der österreichischen Mannschaft, als er auf Offensive geschaltet wurde. Stefan Lexa, ein Versprechen für die Zukunft. Wie überhaupt hier einige Spieler gezeigt haben, dass man in Hinkunft mit ihnen rechnen kann. Wie auch Hieden. Lexa natürlich. Roman Wallner. Noch einmal ein Freistoß für die Israelis. Nimni hat ihn herausgeholt. Und es ist die letzte Minute der regulären Spielzeit. 3 Minuten Nachspielzeit wird aufgezeigt. Also 3 Minuten bleiben den Österreichern noch, um dieses eine Tor zu schießen, das alles hier verändern wird. Herzog noch einmal. Vastic. Noch einmal Vastic. Jetzt der Pass für Vukovic. Der ist mitgegangen in den Angriff. Wallner. Was gibt es hier jetzt? Einen Freistoß für die Österreicher. Da war in der Mitte ein Gerange. In der Mitte ein Gerange. Und Schiedsrichter Vito Pereira, Melo Pereira, hat hier auf Freistoß für die Österreicher entschieden. Und das ist eine wirklich gute Distanz für die Österreicher. Und Franz Wohlfahrt ist auch mitgekommen. Steht jetzt auch vorne beim Freistoß. Nur was macht er dort? Entweder der Freistoß sitzt oder er hat keine Chance hinzukommen. Vastic oder Herzog, und Wohlfahrt wird zurück ins Tor geschickt, völlig zu Recht. So. Das Kribbeln steigt. Herzog oder Vastic? Wer wird schießen? Ein Tor würde Österreich in die Entscheidungsspiele gegen die Türkei bringen. Herzog. Tor! Jawohl! Tor! Andreas Herzog mit seinem 4. Tor in der Qualifikation. Das bedeutet, dass 1:1 in der 92. Minute, und Andreas Herzog ist der Torschütze. Andreas Herzog ist der Torschütze. 1:1 steht es hier in Israel. Und die Österreicher sind damit in den Entscheidungsspielen gegen die Türkei. Wenn es bei diesem Ergebnis bleibt, steht es hier 1:1, und es steht fest, dass die Österreicher in den Entscheidungsspielen sind gegen die Türkei.
Ein Tor von Herzog. Ein Tor von Herzog hat, ich werde hier inzwischen mit Orangen, mit Steinen, mit allen möglichen Gegenständen beschossen. Das wird der FIFA gemeldet, selbstverständlich. Die Zuschauer sind außer Rand und Band. Mich hat gerade, ich weiß, es ist für Sie völlig uninteressant, aber mich hat eine Orange eben auf den Kopf getroffen. Es ist für Sie völlig wurscht, das weiß ich zu Hause. Ich möchte es Ihnen aber nur sagen, unter welchen Umständen wir jetzt hier arbeiten. Es war völlig friedlich, das Publikum hat sich ordentlich benommen. Jetzt allerdings explodiert hier die Stimmung, weil die Österreicher ausgeglichen haben. Noch eine Chance von Thal. Ich sage Ihnen das nur, um es zu dokumentieren, dass es hier auch, jetzt fliegen noch immer alle möglichen Becher, Dosen, Gegenstände, alles Mögliche fliegt hier auf mich zu. Wieder ein Feuerzeug, das hier hereingekommen ist. Meine Steine, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur sagen, ich habe so etwas wirklich noch nicht erlebt. Ich sammle hier nur die Gegenstände ein, damit wir das auch bei der FIFA belegen können. Es ist wirklich, das muss ich sagen, jetzt ein Skandal gewesen, was sich hier abgespielt hat. Aber freuen wir uns mit der österreichischen Nationalmannschaft, die hier das 1:1 erreicht hat. Andreas Herzog hat es geschafft. Wir haben wieder einen Hagel von Gegenständen, der auf uns niedergeht. Jetzt hat mich gerade wieder einmal ein Feuerzeug getroffen und noch etwas. Aber das alles interessiert uns nicht. Wir wollen uns die Freudenszenen unten auf dem Spielfeld anschauen und auch den jubelnden Otto Baric, bei mir Hans Bürger und auch der Andreas Felber, die beide wurden auch hier von Steinen getroffen. Jetzt war es eine Flasche, die explodiert ist, hier oben bei uns. Meine Damen und Herren, auch die israelischen Beobachter hier, die Techniker sehen das. Wir werden hier mit allen möglichen Dingen bombardiert, mit Wasserflaschen und so weiter. Von Security keine Spur, die uns versprochen wurde. Aber wir erfreuen uns lieber an den Bildern, die wir hier sehen. Die wir hier sehen unten, Andreas Herzog, der jubelt mit Otto Baric, der jubelt mit Otto Baric. Und hier die Freudentänze der Österreicher. Österreich ist in den Entscheidungsspielen gegen die Türkei, die am 10. und 14. November stattfinden werden. Es gibt hier einen Geschosshagel weiterhin. Die Israelis gehen geschlagen vom Platz und für die Österreicher war es der Erfolg einer Mannschaft, die sich sehr, sehr tapfer hier geschlagen hat, trotz aller Widrigkeiten, die es gegeben hat im Vorfeld dieses Spiels. Aber die Österreicher haben es letztlich geschafft mit diesem 1:1 in die nächste Runde aufzusteigen, nämlich in die Runde der Qualifikationsspiele gegen die Türkei am 10. und am 14. Wir sind hier weiterhin im Geschosshagel, aber damit will ich Sie nicht weiter belästigen. Wir geben zurück, wir haben hier eine Art Vorhang vorgezogen. Die israelischen Techniker versuchen uns hier ein wenig Schutz zu bieten, aber schauen wir uns vielleicht noch einmal den Treffer von Herzog an, der dieses 1:1 bedeutet hat. 1:1. Und das ist das Erfreulichste an diesem Abend. Österreich ist hier in die Spiele gegen die Türkei aufgestiegen. Es war lange Zeit ruhig, das Publikum hat sich ordentlich benommen. Jetzt sind die Gefühle hier explodiert. Wir werden das weitermelden. Wir werden jetzt hier gezeigt, da hinten, da sitzen wir und haben uns verbarrikadiert, weil es einfach anders gar nicht mehr möglich ist, hier zu arbeiten. Ich gebe jetzt zurück nach Wien und wir hoffen, dass wir auch hier noch heil aus dem Stadion kommen. Jetzt einmal wieder zu Michael Knöppel und Herbert Prohaska.